ruhig. Also wir hätten schon lange unter 250 sein müssen. Man ist schon mal deutlich langsamer. Fällt mir jetzt auch eben erst so auf mit der Geschwindigkeit. Verdammt, verdammt, verdammt. Bisschen spät vielleicht, aber gut. Ist ja noch nicht allzu spät. Reduziert auch, dann passt das ja alles ganz gut. Kommen wir jetzt mit den Flaps nach, dann das Gear und alles, genau. Da habe ich gar nicht mehr drauf geachtet, auf die Geschwindigkeit. Wir hätten ja schon lange auf 250 sein müssen. Naja gut, Hauptsache jetzt reduziert er. Ist ja noch nicht allzu spät, aber wir haben nicht mehr, es ist aber auch nicht allzu weit, bis wir davor geflogen sind zum Flughafen. Aber es schafft er dann auch hoffentlich zu reduzieren bis dahin. So, dann hoffen wir mal, heute einen schönen Anflug da in Dubai zu haben. Sichtfenster unten machen wir dann wieder weg, sobald wir das ILS haben. 1000 Fuß gehen wir über ILS, wir sinken ja auf 2000 und dann ab 1000 Fuß ist dann unser Können gefragt sozusagen. Dann sind wir dran und fliegen dann bis zur Landebahn. So, wir können natürlich auch mal die Spoilers ein bisschen, wobei wir sind da ja auf 2000 Fuß dann wieder eh nicht mehr so schnell. Dann können wir eh, kann er eh schnell Geschwindigkeit reduzieren, wenn der Schubhebel dann weiter auf Idle hat. So sinkt er ja noch und dann nimmt er auch noch ein bisschen Geschwindigkeit auf, wobei wir können auch ein bisschen langsamer noch sinken. Naja, es lohnt sich aber nicht, wir sind ja gleich auf 2000 Fuß. Ach, guck mal, wir werden nur 500 Fuß ungefähr auf ILS bleiben. Auf dem ILS bleiben, weil wir dann ja ab 1000 Fuß über Boden, nicht 1000 Fuß hier. Über normalen Null, sondern 1000 Fuß über Boden werden wir dann übernehmen. Vielleicht ist da vorne der Flughafen auch ein bisschen weiter runter, niedriger gelegen als jetzt hier die Wüste. So, turn left. 330. Wir gehen jetzt auf Anflugkurs. ILS Runway 30 left. Wir machen Approach an. Until established. On the localizer. Perfekt. Wir machen Flaps 1. So, wir bestätigen die Freigabe zum Anflug und gehen dann direkt über zum Kontrollturm von Dubai und melden uns dort an. Wir sind 21 miles southeast, southeast, genau, inbound ILS, runway 30 left. So, Simulatest 2990 haben wir drin, Simulationsrate ist normal, das Fenster schließen wir, wir sind weiter am Geschwindigkeitsreduzieren. Reduzieren jetzt auf 155. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ändern. Fluggeschwindigkeit dann auch schon langsam. Flaps 2. Ah, ist zu früh. Flaps 2. Flaps up. Auf Flaps 1. Jetzt Flaps 2. Ist immer noch zu früh. Wir armen die Speed Brakes. Haben den Approach aktiviert. So, jetzt Flaps 2. Und gleich Flaps 3. Passt jetzt. Gear down. Und wir sind eigentlich jetzt gleich soweit für die Landung. Machen jetzt Flaps full. Finden uns aktuell auf 1600 Fuß. Also werden nur ganz kurz auf dem ILS sein, bis wir dann übernehmen. Und dann wird es richtig spannend. Da müssen wir schön per Sichtanflug bis zur Landebahn fliegen, bis zur Piste. Das heißt, es geht jetzt irgendwie noch hier vor. Warte mal. Wir fliegen jetzt so im Quer. Fliegen gerade in die Richtung so quer rein. Und dann drehen wir hier voll nach links ab. Auf die Landebahn. Die heißt, die ist irgendwo hier hinter der... Hier, da ist der Flughafen, da ist er. Da sehen wir hier die Terminals. Sieht richtig cool aus, finde ich. Hier auch mit dem Tower und so. Mitten in der Stadt ist er hier. Mitten in Dubai befinden wir uns dann. So, ich glaube, das ist echt eine ganz gute Endanflugsgeschwindigkeit. Vielleicht können wir noch auf 150 reduzieren, aber das ist dann auch wirklich... Und da ist das Limit. Da bleiben wir langsamer, werden wir nicht. So, das müssen wir auch... Haben wir schon das Heading? Nee, er hat noch alles an. Wir haben noch nichts gecaptured. Und hier mal ILS an. Da sehen wir genau hier nämlich auch die ganzen Angaben. Ach, wollen wir vielleicht noch ein bisschen nach rechts rausfliegen? Na, wir machen jetzt mal, wie der es uns gesagt hat, notfalls mal Fehlanflug melden, wenn wir dann zu hoch sind. Weil wenn wir so weiterfliegen, kriegen wir das hier. Wir sind ziemlich nah an der Landebahn schon. Aber die werden es schon abgepasst haben, dass wir das passend hinkriegen. Gucken wir jetzt mal. Wir sehen das ja auch hier an den Anzeigen dann. Aber weiter sollten wir nicht mehr reduzieren, die Endanflugsgeschwindigkeit. Ist, glaube ich, schon ganz gut. Speed Brakes sind set. Flaps sind jetzt auf Full. Ich habe es noch nicht ganz ausgefahren gehabt. Jetzt sind sie auf Full. Ja, nur 600 Fuß. Na, wobei, jetzt geht es ein bisschen, es kommt ein bisschen weiter vom Boden weg. Da wir uns wahrscheinlich auf dem Meer nähern und da ist dann mehr normal Null. Also näher an normal Null, so wir können noch weiter reduzieren. Ja, wobei, hat er den Dings schon raus? Nee, höher da noch drin. Weil er gerade ein bisschen runtergegangen ist, dann reduzieren wir noch weiter auf 146 Knots. So, jetzt soll es aber bald soweit sein. Da sehen wir schon die ersten Precision Approach Path Indicators. Na, ein bisschen müssen wir noch vor.
gucke mal, dass einfach hoffentlich schon eine Landung wird. Autobrakes haben wir jetzt hier leider keine, die wir benutzen können. Na gut, müssen wir halt Manual Brakes dann machen und Reverse und so weiter. Aber jetzt sind wir auch wirklich an der Änderung Flugsgeschwindigkeit 146 mal 145, wollte ich. Na. 145! Na, wisst ihr wohl, jetzt komm, ja, ne, so langsam. Ja, jetzt 145. So, hoffen wir mal eine schöne Landung jetzt hier in Dubai zu haben mit dem neuen Airbus A340-500. So, jetzt müssen wir aber auch bald nach links eindrehen. Aber scheint von der Höhe hinzuhauen. Scheinbar. Die 30 Left ist die hier. Obwohl wir schon so nah sind, wie man vom Flughafen aus gesehen. Oh, sieht richtig cool aus hier im Anflug der A340-500. So, jetzt müsste es aber irgendwann mal soweit sein. Approach haben wir an. Jetzt geht hier der Glide Slope Indicator für den Descent dann runter. Das heißt, wahrscheinlich, das Flugzeug sollte dann wahrscheinlich aber schon vorher mit dem Descent anscheinend beginnen. Gut, und dann hoffen wir mal, dass es aber bei 1000 Fuß schon ausgerichtet hat. Sonst müssen wir mal gucken, was wir machen, dass wir vielleicht sonst erst später übernehmen. Weil wenn er bei 1000 Fuß noch nicht ausgerichtet hat auf die Landebahn, müssen wir halt dann noch ausrichten. Gucken wir mal, aber da ist nämlich die Landebahn schon. Es wird auch gleich nach links eindrehen wahrscheinlich. Aber Glide Slope ist jetzt schon alive. Dann haben wir gleich auch Captured. Alive ist jetzt, also wenn ich richtig liege, ist er alive, sobald hier die Anzeige hier, die Raute hier so runter geht. Wenn sie jetzt gleich da kreuzt, werden wir mit dem Descent beginnen. Wir sehen nämlich auch schon die Precision Approach Path Indicators. Ah, perfekt, da dreht er ein und es geht los mit dem Descent. Ihr seht nämlich die Precision Approach Path Indicators. Es sind nämlich hier schon zwei weiß, zwei rot. Das ist ja die 30 Left, die Landebahn, da landen wir heute. Gucken wir mal, da ist auch ordentlich was los an den Terminals. Stehen einige Emirates-Maschinen rum. Und auch andere Fluggesellschaften stehen auch ein paar. Aber viele Emirates-Maschinen, weil es ja der Heimatflughafen ist. Genau, und hier ist ein neues Flugzeug für Emirates auch schon im Anflug. Die Flotte wird mit einem neuen Flugzeug sozusagen jetzt erweitert. Ein neues Flugzeug tritt der Flotte bei. Und das kann jetzt auch dann im Linienbetrieb gleich eingesetzt werden. So, da haben wir auch noch auf der im Taxiway auf dem Center hier. Flugzeug, eine Swiss Air, nee, Turkish Airlines A340, so wie es aussieht. Da hinten haben wir ein Turkish Airlines, was, Airbus A340 stehen. Und da stehen andere Flugzeuge von Emirates noch. So, wir sind good to land. Runway 30 left. Perfekt ausgerichtet. 1200 Fuß. Gleich ist auch schon unser... Sind wir auch schon an der Reihe. Wir können die Geschwindigkeit ruhig noch ein bisschen rausnehmen. So. Dann würde ich sagen, wir machen das Fenster zu. Haben die Landefreigabe bestätigt. Und Autopilot disengaged. I have control. So. Und jetzt sind wir dran. Und hoffentlich kriegen wir eine schöne Landung hier mit dem neuen Airbus A340 in Dubai hin. So, jetzt ein bisschen zu niedrig. Ist aber auch echt schon lange nicht mehr mit dem Flugzeug geflogen. Ein bisschen können wir vielleicht doch noch Geschwindigkeit erhöhen. So, schön mittig ausrichten. Auto Thrust dürfen wir nicht vergessen auszumachen, um dann auf Leerlauf zu stellen. Ein bisschen zu niedrig. Ein bisschen Höhe halten. So, aber ausgerichtet sind wir schon mal gut. Jetzt gleich 600 Fuß. So, zwei weiß, zwei rot. Bisschen nach rechts noch. Also schön passend aufsetzen in der Touchdown-Zone und hoffentlich schön sanft. Dass das Flugzeug hier eine schöne erste Landung in Dubai hat. So, ein bisschen noch hoch. Jetzt mal wieder besser mit der Höhe. Wieder auf dem Gleitpfad. Aber hier sind wir schön ausgerichtet. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Bisschen noch links korrigieren. Ja, wir sind schön mittig. Kommen schön rein hier mit dem niegelnagelneuen Airbus A340. So, wir machen uns bereit für den Autothrust ausmachen. Ja, sehr geil. Guck mal, dafür, dass wir so lange nicht mehr mit dem Flugzeug angeflogen sind. Beziehungsweise so lange generell nicht mehr geflogen sind und so lange auch nicht mehr mit dem angeflogen sind. Hier, wie schön wir hier das Flugzeug ausgerichtet haben. Von 1000 Fuß übernommen. Autothrust disengaged. Und Schub raus. Lauf, Leerlauf. Und abfangen. Touchdown. Wir sind am Boden. Reverse. Speed breaks up. Und hoffen wir mal, dass wir eine schöne Landung haben. Sah doch schon mal ganz gut aus. Gucken wir dann gleich uns nochmal von außen an. Aber das war doch echt ein schöner, richtig gut gelungener Anflug. So. Reverse weg. Und da sind wir. Hallo Dubai. Willkommen. Zuhause-Flugzeug. Das ist dein Heimatflughafen.
Connex Taxiway und wir gucken uns dann erstmal die Sofortwiederholung an. So, da ist die Emirates 810, die haben wir später vorhin auch die ganze Zeit im Luftraum bei uns gehabt oder bei der Funkfrequenz. Ja, wir können ein bisschen, wir dürfen nicht voll einschlagen, sonst geht's nicht, auch jetzt geht's gerade. Jetzt geht's wieder nicht. Also ganz voll schafft er nicht, wenn wir hier rum beim Einschlagen. Der Flughafen wurde hier bei dem Addon einfach so geil umgesetzt. Guckt euch die Texturen und alles an, Leute. Das ist so krass. Wie geil ist das? Hier mit den Schildern und alles. Ah, ein A380. Kommt hier rein. Emirates 810 ist ein A380. So, dann einmal Speedbrakes zurück. Airbus A380, da ist er. Im Addon-Flug auf die 30 Left. So, und wir gucken uns jetzt aber erstmal die Sofortwiederholung an. Da bin ich schon mal gespannt, wie das jetzt mit dem Touchdown war. Aber der Anflug sah doch schon mal richtig gut aus. Also echt dafür, dass wir so lange nicht mehr mit dem Flugzeug geflogen sind, Leute. Müsst ihr echt sagen, also ich finde schon, das ist echt ein richtig schöner Anflug gewesen. Ah, jetzt habe ich die Landing Lights nicht mehr angemacht. Naja, egal. Sag mal, hier schön mittig ausgerichtet. Schön passend auf die Runway drauf zu. Schub raus und richtig auch in der Touchdown-Zone und alles. Da haben wir den Schub rausgenommen, hier schön in der Touchdown-Zone und verdammt sanft. Das sah doch gut aus, oder? Gut, das sind die Räder jetzt hier so aufgeklatscht, aber das halt jetzt hier wahrscheinlich beim Freeway, dann könnte ich mir jetzt vorstellen, nicht so gut animiert, aber ich fand schon, weil wir sind ja schon so sanft über Landebahn geleitet, könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt hier doch schon schön sanft war. Also ich meine zumindest, dass wahrscheinlich, weil es sah eben so wupp, so ruckartig aus, wie die Räder sich da bewegt haben, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt nicht so ganz hier animiert ist. Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht nicht so ganz animiert ist mit dem, dass es so, dass sie schön so sanft darunter gehen. Zuerst, wenn es berührt ist. Aber wir gucken einfach nochmal, vielleicht ist, ich mich auch, wir gucken jetzt einfach nochmal, wie der Touchdown war hier. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Hier schön der Einbahnflug auf Dubai. Da ein bisschen ausgeglichen. Hier über die ganzen Strommäste drüber. So, und da über die Autobahn. Da schön auf die Landebahn drauf zu. Ja, ich muss sagen, der Anflug ist auf jeden Fall echt gelungen, finde ich. Hat mir gut gefallen. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare wieder euer Feedback schreiben. Eure Meinung dazu. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Jetzt müssen wir mal gucken. Könnt ihr auch mal schreiben, was ihr meint, ob es hart war oder nicht. Also ich habe hier schön abgefangen. Also ich finde schon, das war auf jeden Fall eine schöne sanfte Landung. Hier auch schon mit Reverse. Auch vorne hier mit dem Nose Wheel. Schön sanft. Guckt mal, wie schön mittig, ey Leute, das ist so geil, dafür, dass wir so lange nicht mehr mit diesem Flugzeug geflogen sind, so eine schöne Landung hier hingelegt haben. Unfassbar. Richtig cool, richtig schöner Flug, hat verdammt viel Spaß gemacht. Und diese Sofortwiederholung schauen wir uns nochmal aus einer Perspektive an, und zwar hier vom Oscar Mike Delta Bravo Tower, vom Flughafen Dubai International Tower. Hier von den Terminals aus. Da kommen wir runter. Sehr schön. Und schön Nase hochgezogen, Flugzeug abgefangen, über der Piste entlang geflogen und Touchdown. Gut, so viel dazu. Dann rollen wir doch jetzt noch zum Gate. Hier hätten wir rechts gemusst. Dann nehmen wir halt einfach den nächsten Taxiway. Wir fragen jetzt auch gar nicht groß nach. Wo wir hin sollen, nehmen einfach ein freies Gate. Weil der wird uns wahrscheinlich eh nicht so, könnte ich mir jetzt vorstellen, nicht so unbedingt jetzt hier ein Gate an dem Terminal, wo wir da jetzt hin wollen, auch zuordnen. Na. Jetzt kommt er rum mit vollem Einschlag. Jetzt nicht mehr. Also ganz einschlagen können wir nicht hier. So, wo ist der A380? Da oben ist er jetzt gerade in den Wolken. So, ein anderes Flugzeug hier, es kommt uns quasi entgegen. Gut, dann rollen wir bis zu den anderen Emirates-Flugzeugen vor, würde ich sagen. So, ich glaube, das neue Terminal hier, das neue, nein, Gate ist ja nicht, sondern das neue Terminal. Ich wollte nämlich erst Gate sagen, ich meine Terminal.
Das ist ja, glaube ich, sogar speziell für den A380 auch gebaut worden. Ihr seht ja hier die ganzen, es sind jetzt hier überall auch drei Fluggastbrücken, also drei Finger sozusagen. Genau, da ist der Turkish Airlines A340, der vor uns irgendwann gelandet ist. Da haben wir auch einen A340. Und da links die ganzen, noch einige Emirates-Maschinen. Auch ein A340 von Emirates zum Beispiel. Auch ein A340-500, so wie es aussieht. Also die größere Variante von denen, die Emirates hat, die haben nämlich auch die 300er-Variante, aber halt auch die 500er-Variante. Genau, und 777, größter Betreiber 777 und A380 sind es ja. Guck, ob da auch einer steht. Da steht noch ein A330, glaube ich. Doch ganz hinten könnte eine 777 stehen. So, dann stellen wir uns doch hier direkt ein Gate links neben einem anderen A3. Ah, ne, das ist ein A340. Ich habe gerade einen A340 irgendwo gesehen. Ne, ist ein 777 hier links. Oder ist ein A330? Ah, ne, warte. Egal, wir stellen es jetzt einfach hier hin. Ah, ne, das ist eine 777. Was habe ich denn gerade dann gesehen? Hab ich gerade gedacht, das wäre hier ein A340 oder was? Keine Ahnung. Na egal, wir stellen uns jetzt hier hin. Flaps dürfen nicht vergessen einzufahren. Hier nur vom Tower aus. Genau, schön eindrehen. Einweisesystem haben wir ja. Und dann jetzt schön passend da in die Parking Position. So, gucken wir mal. Wir müssen weiter erstmal vor, bis er uns dann genau sagt, wo wir langsam. Oder wir sind im Moment ziemlich mittig, so wie es aussieht. Scheint gut auf der Linie zu sein. Ein bisschen nach rechts müssen wir. Aber wir haben noch ein Stück zum Rollen. So. Gleich sind wir in Parking Position. Da kommt hier die Annäherung. Gleich haben wir es geschafft. So, ruhig noch ein Stück vor. Ein bisschen nach links und Stop. Parking Position. Gucken wir mal. Na, stellen wir jetzt noch mit Versetzen ein bisschen gerade. So. Too far. So, jetzt passt es. Gut, Leute, einmal Parking Brake set. Engines off. Und damit war es an der Stelle auch schon wieder von dem Flug hier. Mit dem sozusagen Abholungsflug, Auslieferungsflug von einer neuen Maschine für die Fluggesellschaft Emirates am neuen A340-500. Da ist der A380-500 jetzt eben auch hier gelandet. Und genau, hier stehen wir neben der 777. Da rollt auch eine kleine Maschine. Was soll man denn? Kann ich gerade nicht erkennen, welche Airline. Pia, die Airline Pia ist es. Genau, und das war es an der Stelle, wie gesagt, von dem Teil hier von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Da rollt auch ein A330 jetzt entlang von Emirates. Der ist jetzt gerade hier losgerollt, wahrscheinlich von dem Gate irgendwo. Und wenn euch der Flug gefallen hat, genau, der stand die ganze Zeit hier. Und wenn euch der Flug gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, würde mich freuen. Und hören wir uns beim nächsten Flug wieder. Mal schauen, von wo nach wo es geht. Wahrscheinlich eher wieder ein Kurz-Mittelstreckenflug nächstes Mal. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir langfliegen werden. Ja, wie gesagt, wenn euch der Flug gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, würde mich freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein. Euer Line Gamer 1. Ciao.